ganz vielen Dank, Josefine, dass du auch nochmal deutlich gemacht hast für dich als Chancenministerin, wie bedeutend Europa auch für die Themenbereiche deines Hauses sind. Wir machen weiter mit einer weiteren Ministerin, allerdings aus der ganz anderen Ecke von Deutschland. Und das finde ich besonders spannend, auch deine Perspektive jetzt gleich zu hören. Katja Mayer, sie ist Justizministerin in Sachsen und auch für Europa zuständig. Und wir freuen uns auf dein Grußwort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, auch von mir ein herzliches Willkommen hier in Hamm zu diesem wunderbaren Europakongress. Und zwischenzeitlich ist ja auch Anna Lührmann gekommen und damit sind die einzigen beiden grünen Europaministerinnen, die in Deutschland Verantwortung tragen, hier in Nordrhein-Westfalen in Hamm. Und das ist doch wirklich bemerkenswert, finde ich. Wir reden ja gern darüber, dass Europa immer enger zusammenrückt und die Entfernungen weniger bedeutsam sind, als das vielleicht vor 20 Jahren noch der Fall geworden ist. Aber mit meiner gestrigen Reise von Sachsen, von Dresden, gestern bin ich nach Düsseldorf gefahren, zeigt doch, ja, das sind 600 Kilometer und heute die Reise von Düsseldorf vom Rheinland nach Westfalen, das sind dann nochmal andere Kilometerempfindungen. Ich darf das sagen, ich habe auch 3 Jahre in Münster gelebt und habe hier meinen Studienabschluss gemacht. Also von daher darf ich da durchaus auch die Unterschiede zwischen Rheinland und Westfalen an der Stelle feststellen. Um die Erfahrungen und die Entfernungen ein wenig zu überbrücken, möchte ich euch doch ein bisschen näher bringen, welchen Stellenwert Europa in meinem Heimatbundesland in Sachsen hat. Sachsen, ja, das wisst ihr alle, hat zwei Nachbarländer, nämlich Polen und Tschechien und hat dadurch natürlich auch nochmal ein ganz besonderes Verhältnis. Ihr habt natürlich hier auch eure Grenzen. Nichtsdestotrotz zeigt das doch auch, was das für einen Stellenwert auch bei uns eingenommen hat. Und seit der Friedlichen Revolution 1989-90 stand das sächsische Verhältnis zu Europa und den europäischen Institutionen vor allem unter einem Zeichen, nämlich der Subventionspolitik. Und aus der Historie heraus und auch den Nachholbedarfen heraus ist das durchaus nicht nur für Sachsen, sondern insgesamt für die Ostdeutschen oder damals die neuen Bundesländer absolut überlebenswichtig gewesen, gerade was der Aufholbedarf in der Infrastruktur angeht. Aber die Empfindung darüber, was bedeutet eigentlich Mitglied in der Europäischen Union zu sein und Mitglied in einer Gemeinschaft, die auf Werten wie Solidarität, wie Rechtsstaatlichkeit, wie Menschenrechte basiert, darüber gab es 89-90 keine Auseinandersetzungen. Es war mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik automatisch auch der Beitritt zur damaligen Europäischen Gemeinschaft, aber darüber, dass es eine Auseinandersetzung gab, das hat in der Gesellschaft der DDR oder dann im wiedervereinigten Deutschland so in der Art nicht stattgefunden. Anders wie in Spanien oder Portugal, die sozusagen einen langen Aufnahmeprozess auch hinter sich hatten, wo es Diskussionen vor Ort gab, hat es das so im Osten der Republik nicht gegeben. Und wenn Europa deshalb in meiner Heimat lange Zeit als bürokratischer Apparat wahrgenommen wurde, dann ist das ja einerseits verständlich, auf der Strecke geblieben ist, aber dadurch andererseits ein wenig die Begeisterung eben auch für diese europäische Idee und ja auch für die Unionsbürgerschaft. Und das heißt nicht, dass es in Sachsen keine überzeugten Europäerinnen und Europäer gibt. Und das zeigt auch, wir haben als Ministerium so eine Studie in Auftrag gegeben und haben mal gefragt, ja, was heißt denn Europa für euch? Und was ich ganz spannend fand war, und auch die Errungenschaften, die damit zusammenhängen und das Gute, was man damit verbindet. Und da klafft das ein Stück weit auseinander. Da denken ja jetzt vielleicht die einigen, ja, gerade die ältere Generation kann da vielleicht nicht so viel damit anfangen. Das ist gar nicht so. Es ist die junge Generation und die Leute, die schon im Rentenalter sind, die diese Werte und das, was Europa für uns bedeutet, was auch die Mobilität angeht, sehr hoch im Ranking. Aber diese mittlere Generation der 40- bis 50-Jährigen, da ist es doch eher schwierig an der Stelle. Und wenn wir die Menschen deswegen bitten würden,
ihre Beziehungen zu Europa einzuschätzen, bin ich mir nicht ganz sicher, was gerade bei diesen Mittelalten, so will ich sie mal nennen, was da die Antwort wäre. Was will ich damit sagen? Sachsen hat durchaus Nachholbedarf in Bezug auf Europa. Und das macht es für uns im sächsischen Europaministerium umso wichtiger, uns für Europa und diesen europäischen Gedanken zu engagieren. Und vor unserer Regierungsbeteiligung, die ja seit Dezember 2019 sozusagen wir jetzt schon im fünften Jahr sind, ihr wisst, wir haben dieses Jahr auch Landtagswahlen am 1. September, war Sachsen so ein bisschen im europapolitischen Dornröschenschlaf. Und wir haben aber mit unserer Politik und so wie wir Europa und Europapolitik verstehen, Sachsen auch wieder ein Stück weit in die Mitte Europas geführt. Und das haben wir aber selbstverständlich nicht alleine gemacht, sondern das haben wir, und auch die gibt es in Sachsen, mit ganz vielen aktiven, mit Akteurinnen und Akteuren, die sich für diesen europäischen Gedanken einsetzen, gemeinsam gemacht. Aber wir haben auch, und es gibt unterschiedliche Länder, Bundesländer, die das auch auf den Weg gebracht haben, auch die Europäische Union selbst. Wir haben ein Interrail-Ticket, wir haben das, in Sachsen heißt immer alles irgendwas mit Sachsen, bei uns, wir haben das dann Saxo-Rail genannt. Also wir haben ein Interrail-Ticket auf den Weg gebracht, aber uns war es an der Stelle wichtig, dass wir den jungen Menschen eben nicht nur ein Zugticket in die Hand drücken, sondern dass die auch noch ein bisschen Taschengeld bekommen, aber dass wir, und das haben wir gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung und mit unseren Europa-Direktbüros, die ihr ja hier auch in Nordrhein-Westfalen kennt, dass die jungen Menschen für ein Wochenende zusammenkommen, für einen Tag zusammenkommen und über Europa, über die Institutionen sprechen, aber natürlich auch ein paar Tipps und Tricks für Interrail bekommen. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wie wir insgesamt in unserem Ministerium, in unserer Förderpolitik, auch für den Bereich Demokratie, für den ich auch zuständig bin, wie wir das auch verstehen, nämlich nicht nur in Anführungsstrichen Geld ins Land zu schütten, die Institutionen, auch das ist natürlich, das ist die Grundlage, sondern auch Netzwerke aufzubauen und zu ermöglichen, dass man gegenseitig auch voneinander lernen kann. Wir haben aber nicht nur das gemacht, sondern wir haben auch, und das haben wir auch festgestellt, nicht so wirklich eingespielte Beziehungen zu unseren Nachbarn und Nachbarinnen in Westeuropa. Und deswegen haben wir auch hier versucht, ein Stück weit nach vorn zu gehen und haben jetzt in den letzten 4 Jahren mehrere Regionalpatenschaften entweder wieder zum Leben erweckt oder haben sie neu sozusagen auf den Weg gebracht, allen voran mit Frankreich, mit Occitanien, also ganz im Süden von Frankreich, und auch mit Andalusien, wo ich jetzt im Mai auch vor Ort sein werde. Und jahrzehntelang ging eben unser Blick vor allem nach Polen und Tschechien, und das ist ja ein Stück weit auch mit unseren direkten Nachbarn auch nachvollziehbar. Und unsere stabilsten Kontakte liegen eben dort, aber sie sind eben trotzdem auch ausbaufähig. Und was, und mit Blick auf manche Regierungen, sowohl in Polen als auch die letzten Jahre in Tschechien, nicht nur an unserer sächsischen Staatsregierung lag, dass es hier so ein bisschen auch ausbaufähig war, ob es im Bereich Bildung, Mobilität, Wirtschaft oder Kultur oder Gesundheit war. Aber ich merke gerade auch, und Janni hat es gesagt, nach den Wahlen in Polen merken wir auch, dass es hier jetzt auch wieder eine stärkere Bewegung auch Richtung Deutschland und natürlich auch Richtung Sachsen gibt. Aber auch hier war unser Ansatz, den wir in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gepflegt haben. Wir haben, ich glaube, das hat Nordrhein-Westfalen gar nicht, wir haben sogenannte Verbindungsbüros, eins in Prag und eins in Wroclaw, also in Breslau, wo wir gemeinsam vor Ort Initiativen unterstützen und auch was die wirtschaftliche, kulturelle, wissenschaftliche Zusammenarbeit angeht, und das schon seit über 10 Jahren. Und mir war es an der Stelle als Europaministerin wichtig, genau diese Kontakte, die seit vielen Jahren dort aufgebaut wurden, natürlich noch weiter in die Breite zu ziehen, aber eben auch, gerade auch vor dem Hintergrund, wie gesagt, wir haben als grüne Europaministerin jetzt auch über Jahre mit der PiS-Regierung da irgendeinen Versuch gehabt, irgendwie eine Zusammenarbeit will ich nicht reden, aber es gab auf jeden Fall Kontakte und Gespräche, so schwierig wie das an verschiedenen Stellen auch gewesen ist, aber eben nicht nur in diesem Bereich, sondern eben auch
Kontakte mit der Zivilgesellschaft aufzunehmen und dann aber nicht mit so einem paternalistischen Blick, jetzt kommen wir mal aus Sachsen und erklären der polnischen Zivilgesellschaft, wie sie es machen müssen, sondern wir haben gesagt, wir wollen die sächsische Zivilgesellschaft mit der Zivilgesellschaft aus Polen zusammenbringen und haben dort grenzüberschreitende Initiativen gemacht. Wir haben im Bereich der Frauenpolitik die zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammengebracht, aber auch im Bereich Queerpolitik. Und dann, und das war auch so ein bisschen die Idee dieses Ministeriums, was wir als gesellschaftliches Klimaschutzministerium sozusagen so ein bisschen geframed haben, auch das Thema oder die Themen im Ministerium so ein bisschen auch vernetzt zu denken. Ich bin, es ist gesagt worden, ich bin für Justiz zuständig, also gerade auch dieses Thema Rechtsstaatlichkeit, auch gerade im Hinblick auf Polen, hier nochmal zentral in den Mittelpunkt zu stellen. Und deswegen haben wir jetzt schon, und wir werden es jetzt dieses Jahr zum dritten Mal machen, eine trinationale Rechtsstaatskonferenz auf den Weg zu bringen, eben nicht übereinander zu reden mit Richterinnen und Richtern, mit Zivilgesellschaft auch in diesem Bereich, sondern eben miteinander zu reden auf den Podien. So hatten wir zum Beispiel im letzten Jahr auf unserem Podium Adam Bodnar, der damals Menschenrechtsverantwortlicher von Polen war, bis er von PiS sozusagen dieses Amtes entledigt wurde und jetzt der neue polnische Justizminister ist. Also ihr seht, auch hier haben wir versucht, die Kontakte aufzubauen und waren da durchaus erfolgreich gewesen. Aber nicht nur... Nicht nur Richtung Polen, sondern auch eben Richtung Tschechien, wo wir natürlich in guten Kontakten sind. Und das Auswärtige Amt, Anna, hat letztes Jahr eine Studie in Auftrag gegeben und hat gesagt, lasst uns doch mal anschauen, wie sieht eigentlich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Deutschland aus, also zwischen Deutschland und Belgien und Frankreich, den Niederlanden und Dänemark und Schweiz, nee, die Schweiz ist nicht in der EU, aber, und Österreich und natürlich auch zu den osteuropäischen Nachbarn. Und was haben wir da festgestellt? Es gibt institutionalisierte grenzüberschreitende Zusammenarbeit, vor allem an den westdeutschen Grenzen, aber eben nicht zu Polen und Tschechien. Natürlich gibt es eine Zusammenarbeit, aber eben nicht institutionalisiert. Und das haben wir uns als sächsische Staatsregierung auf die Fahne geschrieben und konnten diese Idee dann auch nach Berlin tragen. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass sich das auch im Koalitionsvertrag der Ampel wiederfindet und dass es aber nicht nur auf Papier geschrieben steht, sondern dass wir jetzt auch ganz konkret vorangekommen sind, nämlich im letzten Herbst mit dem Auswärtigen Amt die erste Regionalkonferenz zwischen Sachsen oder zwischen Deutschland und Tschechien stattgefunden hat und wir hier auch auf dem Weg sind, ein institutionalisiertes Regionalforum mit Tschechien auf den Weg zu bringen. Und dieses Engagement, das wollen wir weiter ausbauen, eben gerade für den europäischen Gedanken und zum Wohle von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und die aktuellen Entwicklungen seit den letzten Parlamentswahlen, ja, die stimmen uns alle extrem zuversichtlich, zumal die Beziehungen zwischen unseren Ländern in den letzten Jahren, ja, ich hatte es gesagt, durchaus gelitten hat. Und wir brauchen auch die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks, also sprich zwischen Polen, Frankreich und Deutschland. Und ich glaube, dass wir da auch mit unseren Erfahrungen aus einer Diktatur oder aus mehreren Diktaturen, die wir ja auch mit Polen teilen, glaube ich, da auch unseren Beitrag leisten können, zumal ja auch alle drei Partner ähnliche Ziele verfolgen. Und allen drei Partnern liegt gerade aktuell natürlich das Schicksal der Ukraine besonders am Herzen. Und deswegen ist es richtig, dass wir endlich EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufgenommen haben. Und die Werte der Europäischen Union steht ja für so vieles, das den Menschen in der Ukraine aktuell fehlt. Und das ihnen der russische Diktator mit Gewalt vorenthalten will. Nämlich ein Leben in Freiheit und die Errungenschaften des demokratischen Rechtsstaats und die Der Beitritt der Ukraine wäre deswegen so ein ganz bedeutender Schritt auch für den europäischen Integrationsprozess, denn dieses Land sehnt sich nach Frieden und Sicherheit und nach einer stabilen rechtsstaatlichen Ordnung und nicht nach dem, was dieser menschenverachtende Politik dieses Diktators in Russland, der nur das Recht des Stärkeren gelten lässt. Und mit diesem unerträglichen Gebaren müssen wir die Werte der Europäischen Union entgegensetzen und ich sehe es auch als unsere Pflicht an, die Menschen in den kommenden Monaten auf diese Werte hier in Europa einzuschwören. Es muss
unser parteiübergreifendes gemeinsames Anliegen sein. Und mir ist klar, dass bei den bevorstehenden Europawahlen alle ganz besonders natürlich auf sich schauen. Und natürlich wollen wir so mindestens so ein starkes Ergebnis haben, wie wir 2019 hatten. Aber ich bin eben in Sachsen auch für Demokratie zuständig. Und deswegen will ich auch daran erinnern, dass eben noch so viel mehr auf dem Spiel steht. Es geht am Ende nicht bloß darum, welche Ergebnisse wir alle miteinander einfahren und wie viele Kandidatinnen und Kandidaten am Ende im Europaparlament sitzen werden. Natürlich ist das entscheidend, aber es geht auch darum, welches Abstimmungsergebnis unsere Demokratie erhält. Wie viele Menschen werden ihr das Vertrauen aussprechen, indem sie von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen und wählen zu gehen? Wie viele werden ihre Stimme den demokratischen Parteien schenken und sie den Extremisten verweigern? Und das, glaube ich, das ist zentral und das muss es interessieren. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ihr auch mich heute eingeladen habt und dass ich mal so ein bisschen so den Blick von Sachsen auch hier nach NRW führen konnte und freue mich gleich auf die Diskussion oder der Diskussion heute zu lauschen. Und aber wir werden, und ich glaube, da habt ihr Verständnis dafür, nicht ganz bis zum Schluss da sein, damit auch ich heute Josephine noch ein bisschen hochleben lassen kann. Ja.